Das geht ja schon los. Aber ich habe übrigens die Energie wieder aufgefüllt bekommen. Hä? Könntest du aufhören, mit Raketen auf mich zu schießen, danke? Gratuliere, Kreischebert, ihr seid soeben zu den zweitwichtigsten Feinden des Spiels degradiert worden. Drehst du mir einfach den Rücken zu, du. Was glaubst du, wer du bist? Der kleine Bruder von dem da. Komm, komm, komm. Daydream Sniper Elite. Nein, keine Rakete. Hm. Und dann noch eine von den Guten. Oh Gott. Schlau, Baby. Schlau. Was? So. Ihr bekommt nun langsam ein Bild davon, was mit Energiemangel gemeint war. Oh. Hi. Gefällt dir das, hä? Pfeife, magst du das? Hm? 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 Komm doch her, komm doch her. Lebensenergie haben wir mehr als genug, aber... Die Energie, sie geht zur Neige. Immer ein bisschen mehr. In Descent 2 gibt es sogar ein Tool, glaube ich zumindest, mit dem man Lebensenergie in Energie konvertieren kann und oder umgekehrt. Doch hier bleibt uns der Spaß leider nicht vergönnt. Könntest du mal mit dieser scheiß Ausweicherei aufhören? Danke. In Destiny 2 gibt es auch noch einige weitere geile Waffen, die weniger energieintensiv sind oder einfach andere Munition benötigen. Aber zuerst mal diesen hier durchspielen, nicht wahr? Ja, ich habe dich nicht vergessen. Übrigens gab es damals schon, das war irgendwie, wo das Spiel rauskam, keine Ahnung, 1811 oder so,
Gab es damals schon Virtual Reality? Die ganze wunderschöne Erfahrung gab es damals zum stolzen Preis von 1999 deutschen Mark. Es wurde auch schön mit Descent hier beworben. Allerdings stand klein in der Anzeige, dass in diesen 2000 deutschen Mark das Spiel Descent nicht enthalten ist. War noch lustig, weil auf die 40 Kröten wäre es jetzt auch nicht mehr angekommen. Aber hey. Ja, hier ist das Auto-Leveling recht shit in diesem Bereich. Weil es richtet sich einfach nach irgendwo aus. So, und wir sind wieder. Oder? Oh, das ist einer von den Roten. Die schießen mit Homing-Missiles. Zielsuchende Raketen. Ziemlich lästig! Und die stecken auch verdammt viel ein. Nichtsdestotrotz, wir haben den Quad Laser. Habe ich vorhin gesagt, das war das letzte Upgrade. Das hier war das letzte Upgrade. So. Übrigens, gegen diesen roten Zeitgenossen wäre diese Waffe hier am effektivsten gewesen. Deswegen lag dort auch genug Munition für die Waffe rum, aber naja. Dass ich nicht das Klügste bin, was YouTube zu bieten hat, sollte ja schließlich bekannt sein, nicht wahr? Ich gehöre bestimmt zur intellektuellen Elite, jedoch könnte die mir vielleicht aus dem Weg gehen, danke. Jedoch macht mich das überhaupt nicht immun dagegen, manchmal sehr, sehr dumme Dinge zu tun oder zu sagen. Ich würde sogar behaupten, nahezu pausenlos. Und dass ich mit dem, was ich hier tue, eine öffentliche Plattform habe, macht das Ganze bestimmt nicht besser. Sämtliche meiner Statements sollten von jeher jetzt und auch in jeglicher Zukunft und in sämtlichen Paralleluniversen als Satire angesehen werden. Au! Au! Fuck you! Fuck you! Gott! Das war teuer. Das war sehr, sehr teuer. Autsch. Puh, okay. Nein, fickt euch. Tschüss. So, wie sieht das denn mit der Orientierung aus, meinem besten Freund?
Die Orientierung macht das, was beste Freunde des Öfteren gern tun und fickt mich gerade. Moment. Nein, 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 nein. Ja. Und zwar nicht hier, doch. Doch, doch, doch. Beide Wege sind noch offen. Hier. Zumindest ein kleines Zwischenstück, das noch nicht erforscht wurde. Und die Präsenz von Feinden zeigt uns, dass sich ein genauerer Blick auf jeden Fall noch lohnen täte. Versteckst du dich absichtlich oder hast du nur schlechtes Pathfinding? Ich weiß es nicht. Naja, alles noch unerforscht. Hi. Okay, hier könnte das Auto-Leveling nützlich sein. Oder zumindest lustig. Ja, geht. Oh. Bonusrunde. Hui. So, seid ihr in meine Bomben reingeflogen? Bin ich gut los? Komm. So, das wäre dieser Teil. Und tatsächlich. Ah, schau mal an. Tatsächlich nehme ich das Auto-Leveling jetzt wieder raus. Und wenn ich noch lange hier so sitzen bleibe, hole ich mir verdammte Schwielen am Ellbogen. Ich hab's da schon mit. Wir haben die blaue. Ja, die Steuerung ist ja tatsächlich schon einiges sanfter, so ohne das Auto-Leveling. Und
hier können wir tatsächlich noch ein Stücklein weiter. Genau. Bringt nur nichts. Also auf zur blauen. Gut, hier drin befindet sich, das ist ein Feiner unsichtbar, ich sehe das genau. Nicht? Hier befindet sich Unverwundbarkeit für eine kurze Zeit. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, die ist nicht einfach so da. Also warum sollten die unser Schiff unverwundbar machen? Warum? Deswegen vielleicht. Ja, ich bin zu nah rangegangen. Auch das kann einen verletzen. So, ich hole mir jetzt diesen Scheiß und... das hier. Tatsächlich ist weiter nichts geschehen. Okay. Auch gut. Und die gelbe befindet sich... das weiß ich noch gar nicht. Wo ist die gelbe Tür? Das goldene da ist es nicht, das sind die Energieteile. Das wird dann wohl... da hinten sein, denke ich. Das war gerade die Unbesiegbarkeit, die nachgelassen hat. Ja, perfekt. Was? Geil. Nettes kleines Secret. Schöner kleiner Tunnel. Und jetzt, Fehlanzeige. Es sei denn... nein, nein. Wo ist diese verfickte gelbe Tür? Hallöchen! Da scheinen wir auf dem richtigen Weg zu sein. Mhm.
Mit der Energie sieht es übrigens auch wieder recht gut aus. Und da war auch schon die gelbe. Gut, gut. Jedoch bevor ich da durchgehe. Nein. Muss ich noch kurz weg, sonst schippe ich mich ein. Warum ist mein Schiff so schräg? Hat mich irgendwas erwischt? Und einer mit diesen Raketen. Warte. Ja, ja, ja. Ich habe euch hinter mir gehört. Ich weiß schon, dass ihr da seid. Eine schießen Raketen auf mich von unten. Nein, das war keine Rakete. Das warst nur du. Du warst das mit der Rakete. Au. Ja, und meine Lieblingsmonster-Generatoren. Sie spucken meine Lieblingsmonster aus. Beste Combo, grün in grün. Wenn ihr das nächste Mal wählen geht, wisst ihr Bescheid. So, war's das? Nein, das war's noch nicht. Ich komme immer wieder, wenn ich zu weit zurückfliege, hm? Stimmt das? Ich hab von diesen Homings einfach noch genug. Hi! Und hi! Und nein! Man drückt so leicht auf den falschen Knopf und dann dreht man sich einfach irgendwo hin. Oh. Warum habe ich jetzt die Unbesiegbarkeit aufgenommen? Und ist es der Move ever. Gut, das rote Tor holen wir uns gleich. Aber die Generatoren gehen jetzt wieder an. Stimmt's? Irgendwas habe ich doch gerade gehört. Irgendwas Hässliches. Nichtsdestotrotz, die rote Tür. Oh, Hallöchen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Möchten Sie gerne mit mir über unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus sprechen? Nicht? Fände ich aber geil. Auch geil fände ich, wenn ich das Zeug da drin einsammeln könnte, aber geht wohl nicht. Wieder mal die Tarnvorrichtung, bringt uns zwar nichts, es sei denn, aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas aber versteckt ist. Okay.
nochmal kurz den Weg zurückfliegen zum Ausgang, den habe ich jetzt nämlich so nicht mehr auf dem Schirm. Diese Generatoren gehen bestimmt wieder an. Und der Ausgang befindet sich gar nicht so weit entfernt. Gut. Ich leg hier mal eine Bombe in den Weg, damit ich nicht. Damit ich weiß, vor der Bombe muss ich direkt nach oben abbiegen. Ja, fickt euch. Gut, euch kann ich danach hier einfach ausweichen. Das ist nicht so das Problem. Und hier ist es eigentlich auch egal, welchen Weg ich nehme. Okay, was habe ich denn da im Auge? So, treffe ich dich so gut? Ja, du aber auch. Hier hinaus, dann abbiegen und dann gepflegt ignorieren. Kommen eh keine, perfekt. Und Bombe ist gar nicht mehr da. Gut.